Hallo, ich bin Nami. Ich spiele seit circa 4 Jahren Oboe. Ich habe mich damals am Tag der offenen Tür für das Instrument entschieden, nachdem ich auch andere Instrumente ausprobiert habe. Ich habe mich aber für die Oboe entschieden, weil ich den Klang einfach sehr schön finde und ich finde, es macht echt Spaß, es zu spielen. Die einzige Schwierigkeit ist nur, dass man viel Luft braucht. Also am Anfang muss ich Atemübungen machen, aber wenn man viel spielt und oft übt, dann fällt einem das später ganz einfach. Die Oboe besteht aus einem afrikanischen Hartholz oder aus Kunststoff. Das Mundstück besteht aus Schilfrohr. Das hier ist jetzt eine Oboe extra für Kinder. Die ist kleiner, dadurch auch leichter und hat auch weniger Klappen. Somit können auch schon Kinder Oboe spielen. Wenn man nachher älter ist, kann man dann auch eine Oboe extra für Erwachsene nehmen. Die hat dann mehr Klappen und ist etwas größer. Hallo, ich bin Inken. Ich spiele jetzt seit fast 4 Jahren Oboe. Und auch wenn Oboe jetzt nicht unbedingt das allgemein bekannteste Instrument ist, mir macht es total viel Spaß. Und zwar vor allem das Zusammenspiel in Orchestern. Oboe ist klassischerweise ein wichtiger Teil des Orchesters. Wenn ihr mal an den Stimmton des A denkt, das ist mein Job. Und das macht mir vor allem Spaß, das Zusammenspiel mit anderen, dieses Gemeinschaftsgefühl im Orchester. Insofern hoffe ich, dass wir uns dann auch irgendwann in einem Orchester sehen und würde mich darauf freuen.